Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um Johannes 8. Die Schriftgelehrten und Pharisäer klagen eine Frau an, im Ehebruch begriffen. Ich lese zunächst mal den Text. Da steht, Jesus aber ging an den Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten ein Weib zu ihm, im Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte dar. Und sie sprachen zu ihm, Meister, dies Weib ist ergriffen auf frischer Tat im Ehebruch. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen. Was sagst du? Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Da sie aber das hörten, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen, von den Ältesten an bis zu den Geringsten. Und Jesus ward gelassen allein und das Weib in der Mitte stehend. Jesus aber richtete sich auf, und da er niemand sah, denn das Weib, sprach er zu ihr, Weib, wo sind sie deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Herr, niemand. Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist ja nur eine relativ kurze Geschichte, die hier beschrieben wird, aber die hat es ziemlich in sich. Wir gehen mal so Stück für Stück durch. Zunächst mal finde ich das einfach genial, wie Jesus da antwortet. Mit einem ganz kurzen, knappen Satz. Und eigentlich lenkt er da das Licht, dieses grelle Scheinwerferlicht, was die Juden, die Pharisäer und Schriftgelehrten auf die Frau gerichtet haben, das richtet Jesus auf sie selbst. Und dann schreibt er weiter auf die Erde. Ja, und zwar mit einem einzigen Satz macht er das. Er steht auf und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja, das heißt, die kommen eigentlich zu ihm, nur um ihn zu testen, ja, um ihn zu prüfen. Es geht nicht darum, dass das jetzt wirklich passiert ist mit der Frau oder dass das jetzt schlimm gewesen wäre in ihren Augen, sondern vielleicht sind sie auch ganz froh, dass sie die Frau gefunden haben. Vielleicht hat man es auch provoziert. Denn hier geht es ja darum, dass die früh morgens kommen. Das ist eigentlich nicht die Zeit für Ehebruch. Ja? Aber wie dem auch sei, sie kommen früh morgens und bringen da so eine Frau zu ihm und setzen ihn praktisch dieser Frage aus, was sollen wir tun? Da steht ganz klar im Gesetz, was wir tun sollen, nämlich Steinigung. Und du musst jetzt das Urteil sprechen darüber. Ja? Du hast doch gar keine Chance, stehst jetzt da mit dem Rücken zur Wand. Du musst jetzt das Urteil hier sprechen und Jesus durchschaut das, was da passiert. Aber ich habe so bei mir gedacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich auch mit dem Rücken an die Wand gedrückt gefühlt und hätte eigentlich auch nur überlegt, was steht denn jetzt da in der Bibel und was ist jetzt da zu tun? Und eigentlich haben die ja recht, ja, eigentlich muss man das jetzt ja so genau entscheiden, wie es da steht in Mose und eigentlich gibt es da gar keinen Ausweg, da gibt es da gar kein Vertun. Ich meine, Jesus sagt schon zu ihr, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ja, das sagt er ihr schon, gibt er ihr schon mit. Er heißt die Sünde nicht gut. Aber die größere Sünde war die, dass die Pharisäer kommen und diese Frau da über, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter auf den Tempelberg zerren und dort in die Mitte stellen vor alle Leute und dieses Thema da öffentlich machen, des Ehebruchs, ja. Ich bin normal kein so großer Freund davon, die Bibel nach kulturellen Gesichtspunkten der damaligen Zeit zu deuten. Aber hier, glaube ich, können wir uns kaum vorstellen, was das für die Frau bedeutet hat, in einer Männergesellschaft auf den Tempelberg gezerrt zu werden. Da waren nur Männer. Die Frauen waren zu Hause. Die haben sich dort verhüllt und verborgen. In der Zeit ging keine Frau raus. Das war unschicklich. In der Zeit hat keine Frau öffentlich geredet. Das war unschicklich. Das hat man nicht gemacht. Und diese Frau wird jetzt von den Pharisäern und Schriftgelehrten auf den Tempelberg gezerrt und wird dem Herrn vorgestellt. Und diese Dinge werden
öffentlich gemacht. Das muss unglaublich peinlich für die Frau gewesen sein, ja. Man kann sich kaum vorstellen als Westeuropäer, wo wir ja eine sehr emanzipierte Gesellschaft sind, ja, wo Frauen auch Regierungsämter übernehmen oder Firmen leiten, was das damals bedeutet hat, ja, und wie die Frau sich da gefühlt haben muss. Das war ein Drama für die. Die Pharisäer, die zerren die Frau halt vor Jesus und stellen beide vor diese Frage, was macht man jetzt mit der Frau? Ja? Und die Lösung, die sie sich erhofft haben, ist für diesen Fall die, dass man dem Gesetz des Mose nachgibt und sagt, die muss jetzt gesteinigt werden. Und ich finde das so schön, ich finde das so klug, so weise, so treffend, wie Jesus da reagiert. Ja, das ist mein Herr Jesus Christus. Das hier. Ja, das ist, da freue ich mich drüber, wie er die Situation gelöst hat. Und wie richtig die Lösung der Situation war. Dass er, wie gesagt, dieses grelle Scheinwerferlicht von der Frau weglenkt und lenkt den Scheinwerfer auf die Pharisäer und auf die Schriftgelehrten. Und immerhin war es so, dass ihr Gewissen geschlagen hat, ja. Dass sie hinausgehen, dass sie weggehen. Und zwar von den Ältesten an bis zu den Geringsten, von ihrem Gewissen überführt. Das ist zumindest mal eine Gewissensregung bei diesen Leuten, was man ja normalerweise gar nicht erwarten hätte können, ja, und später auch komplett abgelegt wurde. Aber hier ist zumindest, schlägt noch das Gewissen. Und trotzdem ist es so, dass diese Herren eigentlich hätten sagen müssen, Jesus, du hast eigentlich recht, was wir hier gemacht haben, war eine Sauerei. Ja, wir haben die Frau hierher gezerrt, eigentlich nur, um dich zu testen, um dich zu versuchen. Das war eigentlich der eigentliche Grund. Es ging uns nicht um die Sache selber, es ging uns nur darum, um dich zu prüfen. Das war eigentlich der Punkt. Und wir waren nicht ehrlich, wir waren nicht offen und da tut uns leid. Und wir wollen das wieder gut machen. Ja, vergib uns. Machen die aber nicht. Das heißt, die sind von ihrem Gewissen zwar überführt, aber sie kehren nicht um. Sie sind von ihrem Gewissen überführt, aber sie bekennen nicht. Ja, und da zeigt die Bibel uns, dass es das gibt, dass Menschen von ihrem Gewissen zwar überführt sind, aber trotzdem ihre Schuld nicht bekennen vor Gott und vor Jesus Christus, sondern in ihrem Ding bleiben. Ja, und warten ein, zwei Tage ab und schütteln die Sache einfach von sich ab und machen einfach weiter. Ja, in ihrem ganz normalen Alltagsleben. Und das ist etwas, was durch die Jahrhunderte immer wieder passiert ist. Und das ist das, was Gemeinden zerstört heute. Dass nämlich kein Bekennen ist von Schuld, kein Wiedergutmachen, sondern dass man die Dinge von sich abwischt. Man ist zwar vom Gewissen überführt, aber man klärt die Sachen nicht. Man spricht die nicht aus, man bittet nicht um Entschuldigung und man stellt die Dinge auch nicht wieder her. Man stellt auch die Person nicht wieder her, ja, die hier ins Licht gerückt wurde. Und wenn das mehrfach passiert in Gemeinden, dann legt sich so der Mehltau, der legt sich auf das Wort Gottes, der Mehltau legt sich auf die Predigten, der Mehltau legt sich auf die Gemeinschaft. Und dann werden aus solchen Gemeinden versprödete Treffs von irgendwelchen Leuten mit harten Herzen. Denn die anderen gehen weg, die können dieses Klima nicht aushalten, was dann da entsteht, ja. Deswegen gehen Gemeinden kaputt, weil diese Dinge hier nicht geklärt werden. Ja, da sind Menschen überführt worden von ihrem Gewissen oder vielleicht auch nicht. Was zumindest nicht passiert, ist, dass Dinge geklärt werden, dass um Entschuldigung gebeten wird, dass es Vergebung gibt, dass um Vergebung gebeten wird. Und weil das nicht da ist, weil die Liebe erkaltet, ja, kommt auch die Gesetzlosigkeit. Ja. Beides gehört auch zusammen. Ja. Jesus sagt, weil wegen der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Und das sieht man hier auch, weil man sich nicht mehr an die Bibel hält und daran hält, dass die Bibel sagt, kehr um, tu Buße, klär die Dinge und bring das, was du kaputt gemacht hast, wieder in Ordnung. Deswegen erkaltet die Liebe und deswegen sind diese Gemeinden Orte, an denen man sich kaum noch aufhalten kann und wo das Wort Gottes auch keine Kraft mehr hat, ja. Wo keine Erweckung ist, auch niemand dazukommt. Warum sollte man dazukommen in so einer Gemeinde, ja? Das hat mich tief berührt, ja, dass man das hier sieht, dass sie aber das hörten, steht in Vers 9, gingen sie hinaus, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen, von den Ältesten bis zu den Geringsten, aber das war dann schon alles, ja. Heftig, finde ich, eine heftige Aussage, die die Bibel da macht, ja.
Ja, und dann fällt natürlich auf, und da ist natürlich die Neugierde auch immer gefragt, was macht denn Jesus da? Was schreibt denn Jesus da in die Erde? Das steht ja zweimal hier, ja. Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Das steht einmal in Vers 6 und nochmal in Vers 8. Und er bückte sich wieder nieder und schrieb auf die Erde. Irgendwas hat Jesus da auf die Erde geschrieben oder in den Sand geschrieben oder in den Boden geschrieben dort, ja. Da gibt es eine Erklärung zu aus Jeremia 17, Vers 13, die kann ich euch kurz vorlesen, das ist zumindest die ich immer da gehört habe. Da gibt es so eine Bibelstelle, da steht, denn Herr, du bist die Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden und die Abtrünnigen müssen in die Erde geschrieben werden. Da gibt es eine anmerkende Elberfelder Bibel zu, sodass die Schrift bald verwischt oder verweht wird. Ja, dass der Name der Abtrünnigen in die Erde geschrieben wird, nicht in Stein gemeißelt ist, sondern in die Erde geschrieben wird, sodass der Name schnell verblasst oder die Schrift schnell verblasst oder verweht wird vom Wind. Ich glaube nicht, dass das hier passt, ja, weil die Hauptfrau, die dort hier angeklagt war, über die urteilt Jesus ja ganz anders. Aber das ist zumindest die Bibelstelle, die da immer genannt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus Bibelstunde gemacht hat und dass Jesus vielleicht die 70-Jahr-Wochen da in den Sand gemalt hat, in die Erde geschrieben hat. Oder ich weiß nicht, vielleicht irgendeine Sache aus Daniel oder die verschiedenen Bündnisse, das Bündnis mit Noah, das Bündnis mit Abraham oder die Geschichte Israels, ja, vom Auszug von Ägypten und die Rückkehr und Babylon und vielleicht mit Persien und all die ganzen Dinge mit Griechenland, mit Alexander. Vielleicht hat er eine biblische Skizze da in den Boden gemalt, weil hier steht ja, Jesus kam früh morgens in den Tempel und er setzte sich und lehrte sie. Das heißt, Jesus hat eine Lehrstunde dort abgehalten, eine Bibelstunde gemacht. Und im Zusammenhang mit der Bibelstunde hat er Sachen in den Sand gemalt, ja, und hat es aufgezeichnet, so wie wir auch hier die Grafiken machen hier in den Videos, ja, damit man besser verstehen kann, worum es ging. Also so eine Art horizontaler Flipchart, wenn man so will, ja. Und Jesus lehrt diese Leute, die um ihn herum sitzen, und um es zu erläutern, malt er da in den Sand. Und dann kommen diese Spinner da mit dieser Frau, um ihn zu testen. Die stören einfach. Das ist einfach ärgerlich. Da war ja gerade eine Lehrstunde lief da. Und dann kommen die mit so einem Ding, ja, mit so einem Thema, mit so einer Frau. Und da steht dann, in Vers 6, das sprachen sie aber, also Mose hat uns im Gesetz geboten, solche zu steinigen, was sagst du? Das sprachen sie aber, ihn zu versuchen, auf dass sie eine Sache wider ihn hätten. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Also der schaut die an und sieht, wie die da kommen und die blöde Frage stellen und Jesus geht überhaupt nicht darauf ein. Er guckt die an und redet gar nicht mit denen, macht einfach weiter. Er macht sein Ding. Es lohnt sich auch nicht, mit so Leuten abzugeben. Ja, mit so Leuten hat man nur Ärger. Ja, kann man auch nachgeben, ja, den kann man es nie recht machen, das wird man nie treffen, weil es immer darum geht, dass man getestet wird von denen. Es geht nicht darum, dass sie die Wahrheit wissen wollten, sondern die wollen immer nur testen, einen um den anderen, damit sie besonders gut wegkommen dabei. Ja. Also Jesus sieht die kommen, hört auch die Frage und macht einfach weiter. Ja. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. So stelle ich mir das vor, ja. Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, also sie haben überhaupt nicht aufgehört, die haben ständig da rumgemacht und er konnte seine Bibelstunde überhaupt nicht weitermachen, sondern ständig haben die gefordert und halten an, ihn zu fragen, sag, was sagst du denn jetzt, sag doch mal was, jetzt äußere dich doch mal, was ist denn los mit dir? Und so Zeiten habe ich auch erlebt, ja, dass Leute zu mir kommen und sagen, was hältst du denn dann davon, von der Situation in der Gemeinde? Ja, haben mich immer alle gefragt und einem habe ich dann mal gesagt, wisst ihr kommt immer zu mir, fragt mich, was ich halte von der Situation in der Gemeinde. Und wenn ich dann sage, was ich davon halte, dann dreht er mir das Wort im Mund rum und tragt es überall aus. Ich sage euch nicht mehr, was ich halte von der Gemeinde. Ja, ich hab das schon gesagt. Also die Situation kenne ich hier recht gut. Deswegen habe ich so einen Eindruck, wenn ich das hier so lese, ja, dass man da so Geschmäckle irgendwie, so ein Geruch irgendwo in der Nase hat, wenn man in so eine Situation kommt. Also Jesus bückt sich einfach nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Und als sie jetzt anhalten, ihn zu fragen, richtet er sich auf und spricht zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und dann bückt er sich wieder nieder und schreibt weiter, macht seine Sache weiter. Also der fertigt die eigentlich nur ab, ja, und in einer so genialen Weise. So, und jetzt stehen die da mit ihrer Frau. Und jetzt haben sie ein Problem. Jetzt haben sie eine Antwort. Machen sie denn jetzt? Stehen sie da so ein bisschen rum, drucksen so vor sich hin
und stehen jetzt da und geben ein ganz jämmerliches Bild ab. Ganz jämmerliches Bild. Die sehen noch jämmerlicher aus als die Frau, die sie im Ehebruch ergriffen hatte. So jämmerlich sehen die jetzt aus. Und nach entfernen sie sich alle von dem Ort. Ja? Die ziehen sich zurück. Wo sollen sie denn auch hin? Und das Schöne ist, dass die Frau stehen bleibt. Ich meine, die hat wahrscheinlich geheult, ja? Die hat gewimmert, die sah wahrscheinlich auch nicht so toll aus, die hat sich das Notwendigste übergezogen, die Haare waren zerzaust, die Augen waren verweint und wahrscheinlich hat sie noch ein paar blaue Flecken gehabt und hat diesen Stress hinter sich und zittert am ganzen Leib, weil jetzt da hunderte von Männern um sie rumstehen, sie als einzige Frau, man muss sich da reinversetzen und das dann ein bisschen kulturell auch verstehen, klar. Und wisst ihr was, die Frau nicht tut, die läuft nicht weg. Die hätte ja auch eigentlich weglaufen können. Ja, und sich irgendwo verstecken, aus der Affäre ziehen, der Situation entfliehen, sich irgendwo unterducken, irgendwo in irgendeine Nische verkriechen, warten, bis es dunkel wird und sich dann nach Hause schleichen. Hauptsache weg aus der ganzen Situation. Und das Erstaunliche ist, dass die das nicht tut, ja? Sondern die bleibt bei Jesus, die bleibt dort stehen. Warum macht die das? Ich glaube, dass die das deswegen tut, weil die dieses Wort natürlich auch gehört hat. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Da hat sie sich ja auch überlegt, Moment mal, das ist aber doch ganz, ganz was anderes, als ich erwartet habe. Die hat wahrscheinlich ihre Steinigung erwartet. Da kann man sich vorstellen, wie ein Mensch dann, in welcher Verfassung, in welcher Gemütsverfassung ein Mensch dann ist. Die hat ihre Steinigung erwartet. Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die gehen alle weg. Da hat die gedacht, was ist denn hier los? Wieso verurteilt der mich denn nicht? Der müsste mich nach dem Gesetz des Mose verurteilen. Das haben ja hier die Obersten des Volkes gerade gesagt. Ja? Ich bin am Ende. Ja? Das ist das Ende meines Lebens heute. Und dann sagt Jesus einfach, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und dann bleibt die Frau da. Und gibt sich voll und ganz in die Hände Jesu. Und da ist sie gut aufgehoben. Da sind wir alle gut aufgehoben. Ja? Denn in Vers 9 steht, Jesus ward gelassen allein und das Weib in der Mitte stehend. Steht also da frei auf dem Platz. Und vielleicht sind auch die, die bei der Bibelstunde waren, vielleicht sind die auch weggegangen, weil diese Stille, die dort geherrscht hat, die war so drückend. Die Frau steht dort, wartet. Jesus malt weiter auf die Erde. Uns passiert gar nichts. Und vielleicht ziehen die sich auch zurück. Zumindest steht hier, dass Jesus allein gelassen wurde und die Frau in der Mitte stehend. Und dann richtet sich Jesus auf, weil mit der Frau spricht er. Mit den anderen nicht. Ja, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht er nicht mehr. Mit denen hat er nichts zu sagen. Hat er nichts zu reden. Ja? Weib, wo sind sie, deine Verkläger? Hat dich niemand verdammt? Hat dich niemand verurteilt? Wo sind denn deine Ankläger hin? Er will die Antwort von ihr hören. Das ist ja fast so, als ob er ihr die Möglichkeit gibt, ihren Freispruch selber zu formulieren. Das ist was sehr Taktvolles. Ja? Er fragt sie und sagt, Weib oder Dame, Frau, früher war Weib ja eine feine Bezeichnung für eine Frau, ja? Hat sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte so zu einem eher negativen Wort verändert in unserer sprachlichen Entwicklung. Aber das war damals eine taktvolle Bezeichnung. Ja? Er sagt, Weib, wo sind denn deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Hat dich niemand verurteilt? Das heißt, er fragt sie. Ja, und sie sagt, Herr, niemand. Ganz kurze Antwort, ja, nur zwei Worte. Herr, niemand. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Ich verurteile dich auch nicht. Ich mag diese privaten Unterredungen mit Jesus. Ich weiß nicht, ob Unterredung das richtige Wort ist. Dieses private Aufeinandertreffen mit Jesus.
Dieses ganz Persönliche, ja. Jesus und Petrus, Jesus und Zachäus, Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus und die Ehebrecherin. Dieses, das ist dieses Private. Ja? Da geht es gar nicht mehr so sehr um biblische Dogmatik oder biblische Lehre oder irgendwie auch Prophetie, ja, womit ich mich ja sehr, sehr ausführlich hier beschäftige. Ja? Da geht es überhaupt nicht mehr drum. Hier geht es um das persönliche Sein vor dem Sohn Gottes, vor Jesus. Und ich mag diese Begebenheiten, weil man da in Jesu Herz sehen kann und Jesus lässt uns in die Herzen derer sehen, die ihm gegenüber sind, und diese taktvolle Art und Weise, wie er mit den Leuten umgeht und wie er mit ihnen redet, ohne die Sünde jetzt da irgendwie zu verharmlosen oder wegzuwischen, ja, das ist gar keine Frage, aber diese feine Art und Weise, wie Jesus da spricht, wie er nahbar ist und doch, ja, bei Petrus sieht man das ja auch, der Petrus sagt ja, geh hinaus von mir, Herr, ich bin ein sündiger Mensch, als Petrus diesen großen Fischzug macht, ja, der sagt, Herr, ich bin nicht der richtige Umgang für dich, ich bin ein Sünder, geh hinaus von mir, ja, du verunreinigst dich an mir, ja, und da, wo Jesus sich am weitesten weg von Jesus wähnt, da ist er ihm am nächsten. Und hier ist es eigentlich auch so, ja. Diese Frau hat eine stille Buße getan, eine stille Bekehrung, eine Art Umkehr ohne Worte, ein stilles Bekenntnis, einfach indem sie da geblieben ist und gewartet hat auf das Urteil Jesu. Ja, die hat jetzt keine große Bekehrungsgeschichte zu erzählen oder keine große Story, wie sie umgekehrt ist, oder kein großes Bekenntnis vielleicht vor vielen Zeugen und vielen Leuten, sondern das ist ein ganz stilles, privates Bleiben vor Jesus. Und Jesus erkennt das. Ein geistlicher Dummkopf, der würde sowas nicht erkennen. Der hätte hier alles kaputt gemacht. Und geistliche Dummköpfe gibt es viele. Ich habe in meinem 35-jährigen Glaubensleben viele geistliche Dummköpfe gesehen. Zu viele. Ja? Aber Jesus spürt das. Jesus spürt, was mit der Frau ist, und fragt sie einfach, wo sind denn deine Verkläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagt, Herr, niemand. Und dann sagt Jesus, dann verurteile ich dich auch nicht. Hätte Jesus sie verurteilen dürfen? Ja, natürlich, wenn das Kriterium war, ohne Schuld zu sein, um den ersten Stein zu werfen, dann durfte Jesus den ersten Stein werfen. Auf die Frau und auch auf die Pharisäer und auch auf die Sadduzäer. Denn deren Sünde ist eigentlich kapitaler noch als das, was die Frau hier gemacht hat. Wer weiß, wie man sie dahin buxiert hat, kann ja auch sein, ja. Steht nicht im Text, will ich nicht unterstellen, darf ich nicht unterstellen. Aber dass Jesus ohne Sünde war, ist unbestritten. Und dem Maßstab, den er hier aufstellt, ist er gerecht geworden. Und weil er ohne Sünde war, konnte er sterben für uns auf Golgatha. Und weil er auf Golgatha gestorben ist und dort unsere Sünde getragen hat, dürfen wir Vergebung unserer Sünde haben für unsere Ehebrüche, für unsere Sünden, ja, für unsere Verschlagenheit, so wie vielleicht auch die Pharisäer und Schriftgelehrten hier vorgegangen sind, für die Doppelbödigkeit, für die Halbwahrheiten, die wir vielleicht gesagt haben im Leben, für das halbe Leben, was wir überhaupt gelebt haben, für das halbe Leben, was wir vielleicht noch leben. Deswegen kann ich nur jeden aufrufen, wenn er das hört und wenn ihr das lest, liefert euch Jesus aus. Ja, ihr seid dort in besten Händen. Diese Weisheit, diese Kraft, diese Gerechtigkeit, diese Souveränität, diese Exaktheit im Urteil, dieses Gnädigsein, ohne die Sünde zu verharmlosen und wegzuschieben, das ist was Großes. Das ist Jesus Christus. Das ist der auferstandene Herr. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich hört, der hört den Vater. So ist unser Vater im Himmel.
Ja, und da kann man jetzt viele dogmatische Aussagen für treffen im Römerbrief, und ich mag das auch, ich tue das auch oft, ja. Und man kann da prophetische Dinge aus der Bibel auch zeigen, um zu zeigen, dass die Bibel exakt ist und all diese Dinge. Aber hier geht es um die Person Jesu und unser persönliches Verhältnis zu ihm. Und das ist was Schönes, und das soll nicht gestört werden durch irgendwelche dogmatisch großen Dinge. Hier kommen hier kommt so das Unmittelbare eigentlich zum Vorschein. Ja? Dieses unmittelbare Verhältnis, was wir zu Jesus Christus haben dürfen. Was wird das sein, wenn wir ihn eines Tages sehen? Den meine Seele liebt, ja? wie die Bibel sagt im Alten Testament, im Hohen Lied der Liebe. Wie wird das sein, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist? Und wir werden sagen, das ist der, an den wir geglaubt haben. Das ist unser Gott, das ist unser Herr Jesus Christus. Von dem habe ich gelesen, an den habe ich geglaubt, dem bin ich nachgefolgt und jetzt sehe ich ihn. Ja, das wird etwas Gigantisches sein, wenn das kommen wird. Und darauf freuen wir uns, darauf warten wir. Auch in so verrückten Zeiten wie jetzt. Ja? Im Moment sieht es ja aus, als ob sich alles ein bisschen wieder entspannt. Das kann gut sein. Aber ob die Zeiten schlimm sind oder ob die Zeiten gut sind, halten wir fest an Jesus Christus. Denn er ist und bleibt unsere Hoffnung, unsere alleinige Hoffnung. Ja? Ich danke fürs Einschalten, wünsche euch einen gesegneten Tag und bis bald.